Georgien hat ein sehr spezielles Steuersystem. In den meisten Ländern der Welt findet die Residenzbesteuerung Anwendung. Das bedeutet, dass man sein weltweites Einkommen in dem jeweiligen Land, wo man steuerpflichtig ist, versteuern muss. Georgien hat die Territorialbesteuerung. Das bedeutet, wenn ich hier persönliches Einkommen im Ausland verdiene, dann muss ich das in Georgien nicht versteuern, dann ist das steuerfrei. Nur was ich im Inland in Georgien verdiene, das ist steuerbar und muss ich mit der Einkommensteuer versteuern. Im Gegensatz für die natürlichen Personen ist es so, dass juristische Personen ihr Welteinkommen in Georgien versteuern müssen. Das heißt, wenn ich meine Firma in Georgien registriere, dann muss die Firma ihr weltweites Einkommen auch in Georgien versteuern. Eine Besonderheit ist auch noch, dass es in Georgien keine CFC-Rules gibt. Das bedeutet, dass es dadurch sehr viel einfacher ist, Auslandsfirmen zu gründen und auch zu führen. Ja? Und verschiedene Unternehmensformen haben hier auch Sonderregelungen. Das heißt, man kann hier sehr steuerbegünstigte oder komplett steuerbefreite Firmen auch gründen in speziellen Fällen. Darauf gehen wir dann in den nächsten Videos ein. Die Körperschaftssteuer in Georgien liegt bei flat 15% und die Einkommensteuer bei flat 20%. Zusätzlich ist es so, dass es einen Verfassungszusatz gibt in Georgien. Dieser verhindert, dass einfach neue Steuern eingeführt werden können von der Regierung. Das gibt dir ein bisschen Rechtssicherheit, wenn du hier steuerpflichtig bist. Es funktioniert so in Georgien, dieser Verfassungszusatz sorgt dafür, dass wenn die georgische Regierung eine neue Steuer einführen möchte, dass erst ein Referendum stattfinden muss. Das heißt, 50% oder über 50% der Georger müssen dem zustimmen, dass diese neue Steuer eingeführt wird und erst dann tritt eine neue Steuer in Kraft. Das heißt, man hat hier ein bisschen mehr Sicherheit, dass nicht andauernd neue Steuern eingeführt werden, was auch sehr schön ist. Natürlich können neue Abgaben eingeführt werden, aber generell ist es so, dass man dadurch ein bisschen mehr Rechtssicherheit hat.